Ich erinnere mich, dass ich in der Schule war und so unter der Bank gelesen habe, so von Henry Ford und Andrew Carnegie und Rockefeller. Und ich fand das wahnsinnig aufregend und spannend. Die anderen haben so Indianergeschichten gelesen oder so. Ich fand Unternehmer so das zeitgemäße Spannende. Aber das kam natürlich im Lehrplan gar nicht vor. Im Gegenteil, das galt als unanständig, also unter der Bank. Natürlich habe ich Ökonomie studiert und dachte, jetzt geht's richtig los. Und dann geht es los mit Buchhaltung und Rechnungswesen und Bilanz und so höheren Formen von Bilanz und Akzelerator, Multiplikatormodellen und viel Mathematik. Und ich war entsetzt, meine Kommilitonen auch, und überrascht, wie man ein so lebendiges Gebiet so solid totschlagen kann. Und dann haben wir uns mit den Professoren gestritten. Ich war Vertreter der Ökonomiestudenten. So nahm das dann seinen Lauf. Ich habe das Studium schnell abgeschlossen. Irgendwo dachte ich, gut, in der Medizin fängt man auch mit den Leichen an. Aber irgendwo kommt man dann zum lebendigen Patienten. Darauf habe ich damals, das ist ja 60er Jahre, in der Ökonomie vergebens gewartet. Aber mir ist so hängen geblieben, dass dieses Unternehmerische eigentlich etwas sehr Spannendes ist, was den Kopf verlangt, wo man natürlich auch Buchhaltung braucht und Rechnungswesen, aber so als Technik. Aber im Kern geht es darum, welche Idee habe ich? Wofür trete ich an? Was mache ich da? Und es ist ein aufregendes Leben, was man hat und wo man ein bisschen aufpassen muss, dass es nicht zu aufregend wird und zu Berg und Tal, aber langweilig wird es nicht. To cut a long story short, irgendwo gab es dann Reformuniversitäten und ich tauchte wieder auf der Versenkung auf und es hieß, Sie haben doch damals immer große Reden geführt, jetzt machen Sie doch mal. Und ich wollte nie Professor werden und dachte, um Gottes Willen, wie machst du es anders? Und klar, ein Unternehmen gründen. Und möglichst eines, was nicht pleite geht und was ein Modell ist, und das habe ich dann versucht. Aber machen wir erstmal der Reihe nach. Wir leben ja in einem Zeitalter, wo so Expansion allein nicht mehr reicht und auch wir alle wissen, dass dieser Planet begrenzt ist und wir uns eigentlich anders aufstellen müssen. Und das finde ich einen sehr schönen Satz von Proust. Es ist ja, wenn man das Gehirn anguckt, ist ja nicht so, dass das immer weiter expandiert. Dann hätten wir ja Köpfe, die so wie ein Heißluftballon aussehen. Sondern der Fortschritt, das Wachstum passiert durch bessere Vernetzung, nicht durch Ausdehnung von Größe. Und wir brauchen eine Ökonomie, die besser, intelligenter vernetzt und neue Kombinationen schafft und weniger nur expandiert. Und dazu gehört ein bisschen, dass wir das Ganze auch anders angucken. Die Probleme, die wir haben, sind so, dass wir eigentlich davon ausgehen können, dass wir nicht noch irgendwelche neuen Produkte erfinden müssen, nicht Neues uns ausdenken müssen. Meine Studenten sagen, es gibt doch schon alles, sage ich ja, und sie sollen ja nicht was Neues erfinden, den Korkenzieher mit eingebautem Handy oder sowas, sondern sie sollen die Probleme aufgreifen, die da sind, und die sind ja groß genug. Und sie wissen alle, wir fahren auf Kollisionskurs mit diesem Planeten. Wenn wir nicht bald anfangen, radikal andere Ökonomie zu machen, ist es wahrscheinlich zu spät. Vielleicht ist es auch jetzt schon zu spät. Aber wir müssen diese Probleme anpacken und nicht uns irgendetwas völlig Neues und, wie wir Bayern sagen würden, Spinnertes ausdenken. Und man kann natürlich fragen, schafft es die Politik, schaffen es die Organisationen, die dafür vorgesehen sind? Und man ist wahrscheinlich, glaube ich, ganz realistisch, wenn man sagt, die packen es nicht mehr. Die Probleme sind zu groß geworden, sie sind zu komplex. Den Staaten ist das Geld ausgegangen. Sie haben zu lange sich mit Problemen befasst, die eigentlich aus dem letzten Jahrhundert oder vorletzten Jahrhundert stammen. Subventionen für Stahl, für Kohle, für alles Landwirtschaft und so weiter. Also die packen es nicht. Und das heißt, wir brauchen eigentlich unsere eigenen Ideen und unsere eigenen Initiativen. Und so jemand wie Robert Jung, der ja auch in der Schweiz sehr bekannt war, der zur Bürgerinitiative aufgerufen hat, zur Gründung von Bürgerinitiativen in den 80er Jahren. Das kann man unmittelbar aufgreifen. Wenn man die Robert-Jungsche Idee der Bürgerinitiative mit Entrepreneurship übersetzt, nämlich selber initiativ werden, mit neuen Ideen, die Probleme lösen und nicht zusätzlich Probleme schaffen,
dann sind wir da eigentlich in einer historischen Linie. Wir brauchen Entrepreneurs, die diese Probleme anpacken. Und das ist eben nicht nur Ökonomie, die Probleme sind viel zu komplex. Ich trenne ungern in so ökonomisches Entrepreneurship, Business Entrepreneurship und Social Entrepreneurship. Für mich geht das alles zusammen. Um es mal so ein bisschen anders auszudrücken, wenn Business nur Business ist, also nur diese enge Profitmaximierung vor Augen hat, dann ist es auch im Sinne von Business, von blankem Business, kein gutes Business. Wir müssen schon ein bisschen mehr machen. Und für mich war immer ein herausragendes Beispiel der Gottlieb Duttweiler. Ich habe in St. Gallen dann mein erstes Jahr Ökonomie studiert und damals war Migros noch anders als heute und ein sehr überzeugender Ansatz. Und dieses wenige Produkte, aber die mit hoher Qualität und sehr preiswert machen, ist eigentlich ein hochmoderner Ansatz. Wir müssten bessere Produkte machen, wir müssten mit den Preisen runter, wir müssen diese Marketingausgaben, nicht die Logistik und das, was die Information ist, die ist ja spottbillig geworden, sondern dieses Imagepflege, ich nenne das das Marketingmonster, das frisst ja alles auf. Heute sind ja die Produkte 10-mal so teuer oder 50-mal so teuer als die Herstellungskosten. Eine Zahnbürste kostet 20 Cent in der Herstellung, verkauft wird sie für 2 Euro. Und wenn es 1,99 ist, dann sieht es noch preiswert aus. Und es gibt ja in der Wirtschaftsgeschichte immer diese Diskussion über Jahrhunderte des gerechten Preises. Und da hat man sich gestritten, 10% Aufschlag, darf der Händler das nehmen oder nicht? Und da hat man Jahrhunderte gestritten, und zwar immer so, ging immer irgendwie um die 10%, aber nicht mal 10. Und meine eigene Geschichte ist ja, dass ich mich fragte, okay, wo fange ich an? Ich kam auf Tee, obwohl ich bis heute Kaffeetrinker bin, aber bei Tee fiel mir auf, es ist ein Endprodukt. Es ist ein Endprodukt. Am Tor der Plantage kaufen Sie ein Endprodukt. Das müssen Sie nur noch abpacken. Und das kann ja nicht so schwer sein. Bei Kaffee müssen Sie rösten, müssen mahlen, müssen Vakuum verpacken. Bei Textilien würde ich mir überhaupt nicht rantrauen. Bei IT haben Sie einen ständigen ökonomischen, technologischen Wechsel, der hochgefährlich ist. Oder Ihr ganzes Businessmodell steht auf einem Bein, ein Patent, das man umgehen kann. Ich verstehe nicht, warum die ganze Förderung von Entrepreneurship immer nur Hightech ist. Das ist was besonders Riskantes. Es gibt viele einfache Gebiete. Und das, was meine eigenen Sachen sind und was, glaube ich, auch ein großer Bereich des Entrepreneurship ist, ist eben nicht Hightech. Da gibt es genügend Förderung, gibt es genügend Leute, die das betreiben. Und Selbstständigkeit auch, aber zwischen Hightech und Selbstständigkeit ist ein riesiger Bereich. Ich nenne das Konzept kreative Gründung. Duttweiler gehört dazu. Henry Ford natürlich, der hat ja nicht das Auto erfunden, sondern er hat es preiswert gemacht. Oder Skype, die haben die Internettelefonie preiswert gemacht. Die Software war 8 Jahre alt, Voice-over-Internet-Protokoll. Sie haben es ein Stück bedienungsfreundlicher gemacht. Oder Facebook hat auch nichts Neues erfunden. Aber das, was vorhanden war, in einer interessanten, intelligenten Weise neu kombiniert. Das sind die Durchbrüche im Entrepreneurship. Nicht sich irgendwas radikal Neues ausdenken. Und eben nicht nur sagen, was gibt es noch nicht, sondern go for a cause. Und it took me 20 years. Drei Sachen sind es. Drei Sachverhalte. Wissenschaftler würden sagen, neue Paradigmen. Drei Sachverhalte sind es, die heute Entrepreneurship völlig neu öffnen und ganz anders zugänglich machen. Früher, wenn Sie ein Stahlwerk gründen wollten, brauchten Sie Kapital und Verbindungen zur Politik und mussten was von Management verstehen. Oder wenn Sie Elektroindustrie, Automobilindustrie, da wurden immer riesige Kapitalien gebaut. Heute nicht mehr. Heute brauchen Sie ein gut durchdachtes Konzept. Meine eigene Geschichte, Tee. Ich habe mir das von außen angeguckt. Ich verstand nichts von Tee. Das ist auch ein Vorteil. Es ist ein Vorteil, weil Sie nicht zu rasch in die Konventionen rutschen, sondern sich das von außen angucken. Wenn der Tee ein Endprodukt ist am Tor der Plantage und es gibt sowas wie Hapag-Lloyd und es genügt ein Ortsgespräch mit denen, wo man herausfindet, aha, die übernehmen den ganzen Transport, ganzen Hafenpapiere, Organisation, Zoll, was man da alles braucht, die übernehmen das. Wozu brauche ich dann eigentlich die Teebörse? Wozu brauche ich die Exporteure? Wozu brauche ich die Importeure? Wozu brauche ich den Großhandel? Wozu brauche ich die Gebietsvertretungen? Und dann noch den Einzelhandel. Kann ich das nicht alles überspringen, wenn ich damit mich mit Hapag-Lloyd zusammentue? Und dann spricht man mit denen und dann sagen die, zwei Adressen müssen sie uns nennen.
Und ich sage, und die ganzen anderen Sachen, so Hafenpapiere und den Container bestellen und gucken, dass da nicht vorher Erdöl drin war und was sonst alles noch so passieren kann. Gehen Sie mal in den Dritten Welthafen und gucken, wie es da zugeht. Denken Sie, das kommt nie bei dem Ort an, den Sie da angeben. Wir haben gesagt, das ist unsere Sache. Lassen Sie uns das machen. Das ist unser Job. Dachte ich, das muss aber sehr teuer sein, wenn Sie das alles machen. Ja, 1% vom Warenwert. 1%, nicht mal 10, sondern 1%. Das kaufe ich direkt ein und habe 1% dabei. Und noch Versicherung, sinnvollerweise versichert man sich noch mal ein 0,5%. Bin ich schon bei 1,5% Kosten. Und warum ist das sonst mal 10? Weil diese vielen Zwischenhändler drin sind. Und Zwischenhandler ist ja nicht nur Profitmargen, die verdienen gar nicht so viel, sondern es heißt, verpacken das Ding, in ein Lager fahren, Verpackung aufreißen, da steht es eine Weile, dann wird es neu verpackt, in ein nächstes Lager geschickt, da wird wieder die Verpackung aufgerissen, weggeschmissen und so geht das weiter. Natürlich verteuert sich das, ein ökologischer Wahnsinn, diese Verkehrswege und was da alles so dranhängt. Also, selber einkaufen. Ist das so radikal neu? Überhaupt nicht. Jeder Händler versucht natürlich, an die Quelle zu kommen. Warum macht er das nicht regelmäßig? Weil er die Einkaufsmenge nicht aufbringt. Weil er die Einkaufsmenge nicht aufbringt. Man muss ja eine große Einkaufsmenge haben, um direkt beim Erzeuger einkaufen zu können. Beim Teehandel ein Container, normalerweise 8 Tonnen. Das ist so ungefähr, was hier in den Raum passt. 8 Tonnen. So, jetzt fängt es an. Wenn Sie normal Teehandel machen, dann heißt es, Sortimentsbreite ist wichtig. Viele verschiedene Tees haben. Das muss man machen, wenn man ein gutes Geschäft ist. Ja, wenn Sie viele Tees haben, dann können Sie nicht 8 Tonnen von einer Sorte einkaufen. Sonst haben Sie die Hamburger Speicherstadt und vorne einen kleinen Teeladen. Da brauchen Sie nicht BWL studieren, um zu sehen, das kann keine gute Ökonomie sein. Also eine große Einkaufsmenge. Das heißt, Sie müssen mit allen Konventionen brechen. Nicht viele Sorten Tee, sondern genau in die andere Richtung. Und wenn Sie konsequent sind, sogar nur eine einzige Sorte Tee. Und wer will immer die gleiche Sorte Tee trinken? Gute Frage. Wahrscheinlich keiner. Ich habe es mir so zurechtgelegt, trinke gerne Rotwein. Rothschild Lafitte gilt so als das beste Weingut. Na, wenn ich Rothschild Lafitte zum Preis von normalem Wein bekomme, dann trinke ich doch nur Rothschild Lafitte. Brauche ich doch die anderen Weine nicht mehr. Und wenn mir der Rothschild Lafitte zum Hals raushängt, dann trinke ich mal wieder so eine Flasche Kellergeister oder Oktobersonne und dann komme ich schnell wieder zum Rothschild Lafitte zurück. So hatte ich mir das zurechtgelegt. Und was Zweites war mir aufgefallen, ich mal morgens mit dem Kaffee, da hat man so eine 500-Gramm-Tüte in der Hand und Kaffee hält nicht lange. Wissen Sie, wenn man den aufmacht, das Aroma, nach spätestens 3 Monaten können Sie den wegschmeißen, das Aroma weg. Tee hält sehr lange, ist ziemlich, wie sagt man, resilient, also geht nicht viel verloren. 3 Jahre, können sogar gesetzlich in 3 Jahre lang verkaufen. Also wieso hat Kaffee eine Großpackung und Tee hat den Standard 50 Gramm? Und damals war so der Trend nach sogar 25 Gramm, so vielen döschenartigen Dinger. Und 100 Gramm galt schon als eine große Packung. Also habe ich gesagt, wenn Kaffee in 500 Gramm, dann machen wir den Tee in 1000 Gramm, 1 Kilo Packung. Macht doch Sinn. Nur noch eine Sorte Tee, aber eine sehr gute, wenn schon, dann eine gute. Habe ich dann herausgefunden in den Teebüchern Darjeeling. Hochgelegen, das höchste Teegebiet der Welt, hat sogar eine Winterpause, haben die anderen nicht. Und im Frühjahr kommt ein besonderer Tee. Steile Hänge, intensive Sonneneinstrahlung, kleine Blätter, aber hohes Aroma. Einzigartiger Tee, sehr teuer. Kommt ja nur gar nicht darauf an, wenn Sie an der Quelle einkaufen, können Sie sogar großzügig sein. Also nicht so sehr aus edlem Engagement, sondern einfach, wenn Sie an der Quelle einkaufen und das mal 10 nicht haben, können Sie großzügig sein. Können Sie dem Pflanzer natürlich mehr Geld geben. Sie können Ihre eigenen Leute gut bezahlen. Sie können Wiederaufforstungsprojekt machen. Sie können Geld in Chemierückstände, Analysen investieren und so weiter. Es kommt auf das durchdachte Business Model an. Sie müssen ein Stück Innovation machen. Sie müssen es besser machen als die anderen. Und Schumpeter, so der Vater des Entrepreneurship, hat das ja auch so gesagt, dass es auf eine Innovation ankommt, nicht auf eine Erfindung. Eine Innovation, ich habe nichts erfunden. Habe ich erfunden, dass man direkt beim Erzeuger einkaufen kann? Habe ich erfunden, dass es Großpackungen gibt? Geradezu lächerlich. Aber mit diesen 2 Beiträgen übertragen auf Teehandel, waren wir 1998, war ich in Kalkutta beim Tea Board, das ist so eine Behörde, die den Teehandel so statistisch erfasst, sagten die Faltin, jetzt sind Sie der Größte.
Sage ich, was meinen Sie denn? Ja, Sie sind der größte Importeur von Darjeeling-Tee. Sagte ich, Ihre Statistik ist Quatsch. Kann doch gar nicht sein. Liptons, riesiger Konzern. Brooke-Bonds, Twinings, Deutsche Teekanne und noch ein Haufen anderer internationale Teekonzerne. Und wir sollen die Größten sein? Ja, doch, unsere Statistik stimmt. Sind der größte einzelne Importeur von Darjeeling-Tee. Jetzt frage ich Sie, was bedeutet das? Mit zwei lächerlichen Innovationen. Neu für Tee, radikal für Tee. Hat der Vatikan mit den Traditionen im Teehandel gebrochen. Auch keine Läden, sind viel zu teuer, sondern Versand und dann später Internet. Mit zwei lächerlichen Innovationen werden Sie der Größte. Und der Gottlieb Duttweiler, mein großes Vorbild, mit seinen Lastwagen und Beschränkung des Sortiments sehr ähnlich. Der wollte auch mit einer Kaffeekampagne anfangen und dann hat er es aber mit 6 Produkten gemacht. Was ich damit auch zeigen will, ist, wenn Sie sagen, ja, Social Entrepreneurship, ich will was Gutes tun für die Welt, wunderbar, großartig, die Leute brauchen wir, nicht nur Ökonomen, die mit Profitmaximierung arbeiten, aber machen Sie sich die Ökonomie zunutze. Die Ökonomie verleiht Ihren Ideen Flügel und bei der Teekampagne auch. Wenn Sie nur Spenden einsammeln müssen und da herumlaufen mit dem Hut, wäre meine Sache nicht, aber Social Entrepreneurship, die Kampagne wird ja so zu Social Entrepreneurship gezählt, hat natürlich eine powervolle Ökonomie im Hintergrund. Wir sind nicht nur viel preiswerter wie die anderen, wir waren ein Drittel so teuer wie der Marktführer, Paul Schrader in Bremen, wir waren ein Drittel so teuer. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen, wir haben mal 3 gemacht des Einkaufspreises, mal 3, hatten dadurch für uns gute Ökonomie, mal 3, beinahe unanständig. Heute sind wir mal 2, aber damals hat man noch ein bisschen so noch vieles erst lernen müssen, waren wir mal 3. Aber das heißt, wir waren 2/3 preiswerter wie die anderen. Und das war meine Überzeugung, dass das hinhaut. Und ich weiß noch wie heute, als ich meinen Studenten erklärt habe, der Tee schwamm schon auf einem Schiff, waren ganz wenig Leute da, es war damals was Verrücktes, sowas zu machen. Und da stand eine Studentin auf, ich weiß noch wie heute, so halb zu mir gewandt und halb zu den Studenten und sagte, Leute, merkt ihr denn nicht, wie bescheuert der Typ ist? Nur eine Sorte Tee? Und die auch noch in 1-Kilo-Packung. Stellen Sie sich mal vor, ich wäre mit der Idee zu einem Banker gegangen. Hätte gesagt, ich bin Professor. Deutsche Professoren sind ja berühmt für Praxistauglichkeit. Und habe mir ausgedacht, Tee in Kilogramm-Packungen, überhaupt nur eine Sorte Tee. Was glauben Sie, was der Banker gesagt hat? Die Idee kam mir Gott sei Dank nicht. Wir konnten mit einfachen Mitteln gründen. 60 Tage Zahlungsziel, 30 Tage läuft das Schiff, Kampagne, also schnell verkaufen mit einem Wahnsinnspreis, hat sich auch schnell umgesprochen. Nach 3 Wochen waren wir ausverkauft. Und dann haben wir gesagt, jetzt nehmen wir nur noch Bestellungen entgegen mit Vorausscheck. Wir hätten eine Bank gründen können. Wo ist denn der Kapitalbedarf? Wir hätten eine Bank gründen können. Wir hatten von Anfang an einen Haufen Liquidität, kein Risiko, dass die Kunden nicht bezahlen. Das war mir schon suspekt. Dann kommt einer und sagt, der Tee ist nicht, schmeckt mir nicht und bezahlt nicht. Und dann laufen wir hinter dem her in einem Mahnverfahren. Also Vorauskasse. Das können Sie nur machen, wenn Sie ein exzellentes Angebot machen. Wenn Sie alles machen wie die anderen, warum sollte denn dann einer Vorauskasse machen? Also das zum Stichwort Finanzierung. Und ich sage Ihnen, das hat großen Spaß gemacht. Und ja, also nutzen Sie Ökonomie, nutzen Sie Ökonomie. Und denken Sie nicht gleich, Ökonomie ist etwas, wo so die Leute ausgebeutet werden. Das gibt es auch, aber Ökonomie, Aristoteles, Adam Smith, immerhin Moraltheologe und die vielen anderen Philosophen, Marx, die haben ja nicht gepredigt, dass man die Menschen ausbeuten muss, sondern Ökonomie, die klassische Ökonomie, die Geschichte der Ökonomie, der ökonomischen Denker war immer sparsam wirtschaften, die harte Arbeit abnehmen, den Hunger versuchen zu bewältigen, das Leben ein Stück leichter machen von der Ökonomie her, also intelligente Ökonomie, Dinge leichter machen, die Menschen besser versorgen, nicht wie der heilige St. Martin seinen Mantel teilen, sage ich als Entrepreneur, ist eine edle Tat, wunderbar, über Jahrhunderte überliefert, aber noch besser wäre natürlich, Mäntel preiswert herzustellen, sodass der Bettler nicht einen halben Mantel hat, sondern einen vollen und man so. Also Social Entrepreneurship ja, aber mit einem Schuss intelligenter Ökonomie und lassen Sie sich nicht einreden, dass Ökonomie automatisch Ausbeutung sein muss oder Ellenbogen. Ich habe kürzlich eine Studentin gehabt, eigentlich überzeuge ich meine Leute normalerweise und die sagen, toll, jetzt fangen wir an mit eigenen Ideen und die kam, sagt Herr Faltin, mich überzeugen Sie nicht, sage ich, warum nicht? Ja, da werde ich ja auch so ein Schwein. Sage ich, oh, wieso werden Sie denn ein Schwein?
Na, ist doch klar, sage ich. Was ist denn da klar? Naja, damit man Erfolge heißt, braucht man Ellenbogen. Und das will ich nicht. Ich will ein anständiger Mensch sein. Das ist tief verwurzelt, diese Bilder von der Käthe Kollwitz, Frühkapitalismus und so. Natürlich gibt es das alles auch, aber es geht auch anders. Beispiel Krankenhaus. Also klar, ich will auch nicht einen Arzt vor mir, der überlegt, wie er das maximal jetzt aus mir herausholt. Das ist eine Sache. Aber eine andere Sache ist, dass die Ärzte Krankenhäuser organisieren, ist einfach Schwachsinn. Gucken Sie mal, in Deutschland zumindest kostet ein Krankenhaus Nacht, und Sie wissen, Krankenhaus ist immer so ein bisschen spartanisch, ungefähr 500 Euro. Ein Wahnsinnspreis. Bei Steigenberger kriegen Sie First Class für ungefähr 350 Euro. Warum lassen wir nicht von Steigenberger die Krankenhaus nicht mit Ärzten, nur die Betten und die eigentlichen, also Betten, die Hotelorganisation des Krankenhauses. Ärzte und Ärztedienste und Schwestern ist was anderes. Also nur das Zimmer, nur das Bett kostet so viel. Und das könnte Steigenberger sehr viel preiswerter. Stellen Sie mal vor, ein Krankenhaus mit Steigenberger, als wären die Leute schon gesund, bevor sie überhaupt die erste Medizin genommen haben. Fühlen sie sich gut und so und besser behandelt. Irgendwie geht es nicht weiter. Was machen wir da? Geht nicht weiter. Mal draufklicken. Jawohl. Das Zweite. Also ich habe gesprochen über Konzeptkreative. Das T-Kampagne als ein Beispiel für Konzeptkreativ. Das Zweite. Kann ich kurz machen. Entrepreneurship ist nicht Business Administration, auch wenn das viele BWL-Professoren glauben, aber auch die sind allmählich offener an der Stelle. Natürlich ist Betriebswirtschaftslehre fantastisch, ist ein großes Hilfsmittel, aber die Ideen, go for a course, die Ideen kommen doch nicht aus der Betriebswirtschaftslehre, sondern das Instrumentarium gut zu managen. Und das englische Wort Business Administration, Administration, verrät ja auch, das ist Verwaltung, 80% Verwaltung, das deutsche Unternehmensführung, schlechter Begriff. Das klingt nach Führung, aber in Wirklichkeit ist es Verwaltung, 80% Verwaltung, abgeben. Sie müssen um Gottes Willen nicht, es sei denn, Buchhaltung macht Ihnen Spaß und Sie sehen einen Verwaltungsmensch, gibt es ja auch, wunderbar, dann sollten Sie das machen. Aber wenn Ihnen das schwerfällt, geben Sie das ab an professionelle Leute. Das kann als Gründer am Anfang ein BWL-Student sein, den Sie ein paar Stunden beschäftigen und der Ihnen das abnimmt und später stellen Sie jemanden richtig an. Es gibt genügend arbeitslose Buchhalter, die Ihnen das abnehmen. Müssen Sie nicht selber machen. Entrepreneurship heißt, die Ideen ausarbeiten. Ist okay. Also, eine neue Idee ausarbeiten, ist ja schon schwer genug. Und dann diese neue Idee umsetzen, wissen Sie, ist noch schwerer, weil das gibt es Beharrungstendenzen, Leute sind immer gegen Veränderung, Innovationsmanagement ist ja deswegen ein eigenes Fach. Also das ist die Aufgabe des Entrepreneurs, der schumpetersche Entrepreneur. Selbstständigkeit ist was anderes. Der Dachdecker, der sich selbstständig macht, ist eine andere Geschichte. Habe ich Hochachtung vor, aber das ist nicht Entrepreneurship und das Thema, was wir wollen. Und die meisten Leute können auch beides nicht. Der Entrepreneur hat heute mehr mit dem Künstler zu tun. Da geht es um Kreativität, da geht es um Sensibilität für gesellschaftliche Entwicklungen und nicht Verwaltung. Die Leute, die gut sind in Verwaltung, haben meistens nicht die ganz großen Ideen und die Nase oder den Bauch oder die Empathie für gesellschaftliche Entwicklung. Man braucht beides, sie brauchen beides. Aber Sie müssen nicht beides machen. Um Gottes Willen nicht der Gründer, der dann erstmal in den Buchhaltungskurs geht und dann Rechnungswesen und dann Bilanz und dann Unternehmensrecht und Steuerrecht und Vertragsrecht und Finanzierung und Marketing und. Ich kann es Ihnen gleich zeigen. Da kommt eine ganze Menge zusammen. Irgendwie. So. Das sind mal so die Überschriften, die Hauptüberschriften in so Büchern für Existenzgründung. Und da sehen Sie, das ist eine ganze Menge. Und jetzt mache ich mal Unterüberschriften. Ich bin immer noch bei den Überschriften. Also alles wichtige Sachen. Und wenn Sie so anfangen, können Sie gleich aufhören. Dann landen Sie bei den 80%, die nach 5 Jahren gescheitert sind. Und nicht nur gescheitert ökonomisch, sondern Sie sind auch ziemlich, Sie hatten keine schöne Zeit. Ich will ja, dass Entrepreneurship Spaß macht. Ich beobachte bei meinen Studenten, wenn die erfolgreich sind, das ist Potenzialentfaltung.
die werden ganz andere Menschen, die werden kommunikativer. Zum Schluss sehen sie sogar besser aus. Und zwar lange bevor der Erfolg da ist. Einfach, weil sie fokussieren, weil sie plötzlich ein Ziel vor Augen haben. Und das Lernen funktioniert auch viel besser. Also so könnte man unendlich weitermachen. Das sind alles Sachen, die so normalerweise in so Gründerkursen vorkommen. Ich warte da dringend von ab. Beschäftigen Sie sich mit Ihrem Konzept, mit Ihrer Idee und geben Sie das ab. Das muss ja auch professionell gemacht werden. Die Vorschriften werden immer komplizierter, werden immer mehr. Vor 20 Jahren war das noch nicht so. Heute haben Sie nationales Recht, EU-Recht, ein Thema für sich. Sie können dem gar nicht mehr folgen. Sie müssen arbeitsteilig. Die Idee, dass der Entrepreneur der Zampano ist, der alles kann. Und wenn Sie so über 70-Jährige fragen, die sagen, das mache ich alles selber. Kann ich alles, mache ich alles selber. Den Besen auch mal in die Hand nehmen und dies und Buchhaltung und so. Da sage ich immer, als Sie gegründet haben, konnten Sie das damals auch? Dann sagen wir, da hatte ich überhaupt keine Ahnung, wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Na klar, im Laufe eines Berufslebens kann man dann viel mehr. Ich verstehe heute von dir auch viel mehr als damals. Das kommt wie von selber und Sie lernen auch wie von selber. Ich habe nie irgendeinen Kurs in Teehandel oder Teekunde oder sowas gemacht. Also so sollte man es besser nicht machen. Der Entrepreneur ist dem Künstler näher als dem Verwalter. Drittes, letztes, das Wichtigste, in Komponenten denken, arbeitsteilig. Wir leben in einer hocharbeitsteiligen Gesellschaft, das ist beim Unternehmensgründer noch nicht so völlig angekommen, aber sollte, nämlich mit Komponenten gründen. Nehmen wir mal einen Komponisten, wenn es schon um Komponenten geht, Mozart. Der Komponist ist ein schönes Beispiel, der ist ja nicht unbedingt der Dirigent. Wenn er will, kann er auch dirigieren, aber die Aufgabe des Komponisten ist, was Neues zu entwerfen. Wenn er abschreibt, würde man sagen, nicht sehr toll, kein toller Komponist. Also was Neues entwerfen und das Neue umsetzen. Und dazu hat es zum Beispiel einen Dirigenten, der wäre dann dem Bild so der Art Manager. Und dann hat es Orchesterinstrumente und Orchesterspieler. Schön, wenn der Komponist auch ein Orchesterinstrument spielen kann, aber nicht notwendig. Alle wird er sowieso nicht spielen können. Aber er muss aus diesem Orchester was machen. Er nimmt die Komponenten, diese Musiknoten und diese Orchesterinstrumente und mit diesen Komponenten macht er was Neues. Aber er spielt nicht die Orchesterteile. Und so ist es da auch. Büro outsourcen, Accounting outsourcen oder gar nicht erst outsourcen, gar nicht erst mit beginnen. Gibt es noch gar kein Wort. Also von Anfang an es draußen machen und nicht im eigenen Unternehmen. Geht das auch praktisch? Das ist ein Assistent von mir, haben wir geredet, an der Hochschule bleiben oder gründen, fanden wir beide lieber gründen, haben uns ausgedacht, eine Idee, wenn Sie Fruchtsaft trinken, kaufen Sie im Kern eigentlich Konzentrat, das der Abfüller mit Wasser mischt, kann man das nicht auch selber, kann man es nicht sogar besser, lassen wir den Zucker weg, lassen wir die Aromastoffe weg, lassen wir Konservierungsstoffe weg, kann man selber machen. So. Also, die Idee ist, Sie selber wären der Abfüller und dadurch wird es auch viel preiswerter. Und außerdem müssen Sie das Wasser nicht schleppen. Und Leitungswasser hat ökologischen Faktor 300, Einsparungsfaktor 300 gegenüber diesen PET-Flaschen, die dann von Evian hierher transportiert werden und so ein Zeug. Also, tolle Geschichte. Leitungswasser verwenden. Stellen wir das Konzentrat selber her, wüsste ich gar nicht, wie das geht. Bräuchten wir viel Kapital, um so eine Fabrik aufzubauen. Hätten wir auch gar nicht die Kompetenz, müssten wir lange machen, fremde Leute einstellen. Verpackung, gucken wir mal, ob es nicht intelligente Verpackung gibt. Dieses 3-Liter-Bag, Großpackung, sehen Sie nicht, die Kampagne kommt da wieder. Ist eine intelligente Verpackung, kommt kein Sauerstoff rein, lange haltbar, ohne so Konservierungsstoffe. Füllen wir selber ab, wüsste ich gar nicht, wie das geht. Ist auch teuer, so eine Abfülleinrichtung. Lassen wir natürlich machen. Büro, Gottes Willen. Gibt es den Holger Jonsson mit seinem E-Büro, 10% der Kosten eines normalen Büros, vor allem am Anfang, wo man noch gar nicht viel Kunden hat, nicht ein eigenes Büro einrichten. Später mal, wenn sie groß sind und Kunden haben. Und dann natürlich Buchhaltung, alles abgeben. Wenn man einen Online-Shop hat, ist ja dahinter heutzutage schon die Software. Also Buchhaltung, Rechnungswesen kommt ja oft gar nicht mehr vor. Sobald Sie im Internet sind mit einem Shop, haben Sie praktisch die Software dahinter. Und von daher schon völlig falsch, sich das da aneignen zu wollen. Und natürlich die Logistik abgeben. Logistik ist sogar preiswerter, wenn Sie es abgeben, als wenn Sie selber machen. So, jetzt ist die Frage, was macht denn der Raphael Kugel? Weil es immer heißt, ja, so 12, 14 Stunden am Tag müssen Sie schon arbeiten. Und Urlaub schlagen Sie aus dem Kopf, sagen Sie Ihrem Partner oder Partnerin, die nächsten Jahre werden hart. Was macht denn der Raphael Kugel? Wenn Sie ihn fragen, sagt er, naja, doch am Tag so eine halbe Stunde, eine Stunde schon.
Also koordinieren, ist genügend Konzentrat da, klappt alles beim Abfüllen, ist der Logistiker gut vernetzt, dass das in dem Flow geht, sodass man kein eigenes Lager braucht, sondern dass das Logistiker es mitverwenden kann und so. So Einsparungen, Ökonomie als sparsam wirtschaften. Ist ein Unternehmen, deswegen nehme ich das immer zu 100% aus Komponenten. Wo ist der Kapitalaufwand? Ja, gute Frage, wo ist der Kapitalaufwand? Müssen wir was bezahlen, wenn wir Konzentrat herstellen? Nee, wir müssen vielleicht ein bisschen voraus bezahlen, aber wir müssen nicht investieren. Wir haben keinerlei Investition. Wir haben ein Problem, wenn ein Journalist kommt und sagt, ich möchte Sie in Ihrem Unternehmen interviewen. Haben wir ein echtes Problem. Kann man sagen, das geht nicht. Sie können bei mir in der Küche sitzen oder wir können in den Café gehen und Sie können in meinen Laptop gucken und dann kann ich es Ihnen erklären. Aber das Unternehmen räumlich gibt es gar nicht, sondern es gibt die Komponenten. Aber das ist doch spannend, so kann man doch auch gründen. Dieses Komponententhema. Und es heißt ja immer, na, der kleine Unternehmer hat alle Nachteile auf seiner Seite. Das drehen wir da genau um. Er hat jetzt alle Vorteile auf seiner Seite. Er braucht nicht investieren. Er gewinnt natürlich an Schnelligkeit, also nicht lange Kapitalsuche. Er hat keine fixen Kosten mehr, weil nichts zu investieren ist. Wunderbar. Warum gehen Sie insolvent? Weil Sie fixe Kosten haben, die Ihr Eigenkapital auffressen und Sie kriegen nicht schnell genug Kunden, Sie kriegen den Break-Even nicht schnell genug und dann gehen Sie in die Insolvenz, 80%. Hier haben Sie nur variable Kosten. Na, wenn Sie was verkaufen, haben Sie auch Geld, wieder neu sozusagen das Material dazu zu kaufen, damit es weitergeht. Und die entscheidenden Vorteile, Sie sind von Anfang an professionell. Was Sie sonst nicht sind. Sie sind ein blutiger Anfänger, der alle die Anfängerfehler noch vor sich hat. Und Sie sind effizient, nicht weil Sie effizient sind. Sie bräuchten ja lange, bis in so Economies of Scale hineinwachsen. Aber Ihre Komponente ist effizient und Sie sind virtuell und sogar global, wenn Sie das mit einer Website machen. Also Sie haben alle Vorteile auf Ihrer Seite. Sie sind viel schneller. Und wenn es passiert, dass Ihre Idee nicht stimmig war, dann hören Sie auf. Dann gehen Sie aber nicht in Konkurs, sondern Ihre Komponenten sind traurig, dass Sie weiter keine Aufträge kriegen von Ihnen. Aber das kümmert die auch nicht so sehr, weil Sie ein kleiner Teil des Gesamtgeschäfts der Komponenten sind. Sie wachsen über die Komponenten. Und wenn Sie schnell wachsen, dann geben Sie höhere Orders. Also Sie wachsen plötzlich ohne Eigenkapitalbedarf und Sie können es auch schnell wieder zurückfahren. Manche erleben ja so eine Blüte und dann sackt es wieder weg. Das fangen Sie über die Komponenten auf. Also eine tolle Geschichte. Erzähle ich Ihnen zum Schluss noch. Was in diesen Komponenten steckt. Ich sitze im Flieger nach Asien, bin viel in Asien, die sind viel weiter mit Entrepreneurship als wir, ist viel offener, diese Kultur. Und da stellt sich heraus, der neben mir ist ein leitender Ingenieur von ThyssenKrupp und, das ist doch spannend so als Ökonom, baut einen großen Zementkomplex nördlich von Bangkok und unterhält man sich so, wie der das macht und was so die Probleme sind. Und ich denke immer so nebenher an meine Komponenten. Kann man das nicht aus Komponenten machen? Und irgendwann, so nach 2 Stunden, als so eine Pause eintrat, dachte ich, jetzt probierst du es mal. Und ich sagte ihm, darf ich Ihnen sagen, wie ich das anfangen würde? Und ich muss Ihnen gleich dazu sagen, ich habe von Zement keine Ahnung. Ich habe schon mal einen Zementsack gesehen, das ist es aber auch. Und er sagte nichts, das war meine Chance, habe ich gesagt, also mir vorher überlegt, 2 Sachen brauche ich. Ich brauche ein Ingenieurbüro, kann ein kleines Ingenieurbüro sein, die Erfahrung haben im Bau von Zementanlagen. Das ist das eine, die muss ich finden. Und dann gebe ich Ihnen eine Order, eine einzige Order, die heißt, Sie wissen, was Sie brauchen, das ist ja Ihr Job, kaufen Sie auf der Welt zusammen, was es da an Komponenten gibt, gute Qualität, preiswert, wo es ist, in Südkorea, in Taiwan, in Deutschland, wo immer Sie das finden. So, kann ich doch als völliger Laie einen Zementkomplex bauen mit diesen 2 Punkten, Ingenieurbüro und Order. Ich war darauf eingestellt, mental, dass er sagt, lieber Herr Professor, bleiben Sie mal lieber bei Ihren Sachen. Was sagte er? Er sagte, so ganz anders machen wir das ja auch nicht, was Sie da sagen. Also wir haben natürlich bei ThyssenKrupp ein Ingenieurbüro, das da spezialisiert ist, das haben wir im eigenen Haus. Wir haben auch eine Reihe von Komponenten im eigenen Haus, die nehmen wir dann natürlich aus dem eigenen Konzern, aber es gibt auch eine Reihe von Komponenten, die wir so auf dem Weltmarkt einkaufen. Sagte ich, hören Sie mal, wenn ich gegen Sie antreten kann, ist das nicht Wahnsinn?
Und bin ich nicht sogar preiswerter wie Sie? Sagt er, na klar sind Sie preiswerter, Sie haben ja nicht diesen riesen Apparat, so Essen, die Firmenzentrale, so ein Hochhaus und so. Und dann sagt er, wir haben kürzlich in China ein Zementwerk gebaut, das war noch gar nicht fertig, da gab es eine Ausschreibung in Dubai und da haben sich die Chinesen beworben. Zementfabrik war noch gar nicht fertig. Haben die sich beworben für die Ausschreibung, dort Zementfabrik zu bauen? Und wissen Sie, wer die Ausschreibung gewonnen hat? Ich sagte, ich ahne es. Da sagte ich, hören Sie mal, jetzt mache ich mir aber wirklich Sorgen über ThyssenKrupp. Wenn andere so leicht gegen Sie konkurrieren können. Da entstand eine längere Pause. Und dann sagte er, ich gehe in 1,5 Jahren in Pension. Das war seine Antwort. Das ist eine Revolution. Das ist eine Revolution. Das ist das, was der Henry Ford gesagt hat. If people understood economics, there would be a revolution by tomorrow. Das hat er 1912 gesagt. There would be a revolution by tomorrow. Heute ist es fällig. Sie können heute als Entrepreneur antreten gegen die Großen. Sie sind deutlich besser aufgestellt, sie sind deutlich flexibler. Wahrscheinlich haben sie auch mehr Kopf als diese großen Konzerne. Das weiß man aus der Industriesoziologie, dass große Einheiten, egal wer die führt, in der Regel nicht sehr innovativ sind, große Schwierigkeiten haben, mit Innovation meistens kleine aufkaufen. Also wir können dagegen antreten. Und was dazu notwendig ist, ist, dass wir ein Stück weit uns von den Konventionen lösen. Auch von der Konvention, Ökonomie ist was Brutales, Ellenbogen, da braucht man Kapital und es ist harte Arbeit und es ist, frisst einen auf. Und alle das, was da so aus der Vergangenheit, aus dem letzten und vorletzten Jahrhundert mitschwingt, ich finde, das ist ein wahnsinnig spannendes Ding. Es ist im Grunde genommen, ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, es ist die zweite Stufe der Aufklärung. Die erste Stufe war allgemeines Wahlrecht. Hat sich die Schweiz ein bisschen schwer getan mit dem Frauenwahlrecht. Ich glaube, es war die letzten. Aber immerhin. Und heute steht an, und das haben auch die Leute der Aufklärung gesagt, der Benjamin Franklin, ein leerer Sack kann nicht aufrecht stehen. Ein leerer Sack kann nicht aufrecht stehen. Also man braucht auch die ökonomische Unabhängigkeit und man braucht die ökonomische Mündigkeit mitzuspielen, zu partizipieren. Nicht den Gewerkschaften und den Betriebsräten und so überlassen, sondern aktiv mitspielen, Konkurrenz machen, den großen Konkurrenz machen, wie im Teehandel und in anderen Bereichen auch. Mitspielen und sagen, jetzt sind wir sind das Volk, wir sind die Ökonomie, wir spielen mit, wir sehen nicht mehr zu, wie wir da bespielt werden, von diesem Großen, sondern wir können zum ersten Mal in der Geschichte, in der Weltgeschichte mitspielen. Das war vorher nicht, weil es nicht nur auf Kapital ankommt, sondern auf Ideen. Wir sind in der Wissensgesellschaft. Es ist nicht mehr Grund und Boden, es ist auch nicht Labor, es ist auch nicht Kapital, sondern die Neukombination von Wissen. Und das Gehirn, die Natur machen das schon lange. Also Neukombination von Wissen. Wir müssen nichts erfinden, müssen kein Patent haben und können in dieser Ökonomie spielen und egal, ob es mehr Social ist oder mehr Business, ich plädiere immer dafür, beides zusammen. Das ist eine Riesenchance. Greifen Sie sie auf. Das ist die Chance Ihrer Generation. Vielen Dank.